Guten Tag, mein Name ist Werner Sukow. Ich bin ein queerer deutschsprachiger Schriftsteller. Meine FreundInnen wissen das, die LeserInnen meiner Gedichte können es erraten, jene meiner fiktiven Prosaliteratur jedoch kaum, und darauf komme ich am Schluss nochmal. Als ich 15 oder 16 war, eher 15 als 16, saß ich eine halbe Nacht mit FreundInnen zusammen. Ich hatte in den Monaten vor dieser Nacht meine Mutter, meinen Arzt, eine Psychologin und mich selbst davon überzeugt, dass eine Geschlechtsumwandlung eine gute Sache wäre. Es fehlte also nicht mehr viel. Das, was noch fehlte, war die behördliche Zustimmung. Um die wollte ich mich bemühen in den nächsten Wochen. Meine FreundInnen fielen, nachdem ich ihnen das erzählt habe, an jenem Sonnabend quasi unangekündigt bei mir ein. Wir kannten uns alle lange, so lange, wie man sich mit 15 oder 16 Jahren kennen kann, wenn man von lange redet. In diesem Kreis war ich nun die einzige Person, die sich vehement für den Plan einsetzte. Die anderen redeten auf mich ein, und ihnen war, wie unschwer zu erraten ist, Erfolg beschieden. Insbesondere ein Mädchen, das ich aus dem Jugendrotkreuz kannte, war für den argumentativen Durchbruch gegen mich verantwortlich. Auf ihre in immer neuen Varianten vorgetragene Frage, was sich denn nun um Himmels Willen ändern würde, hatte ich gar keine Antwort. Ich wollte ja eigentlich keine Frau werden, ich wollte kein Mann mehr sein. Das ist etwas völlig anderes. Und es war damals weniger lösbar noch als heute. Meine Idee, die ich so eloquent verfolgt hatte, war quasi eine Übersprungshandlung. Von denen, die da zusammensaßen, hätte vermutlich niemand meinem Plan widersprochen, wenn es tatsächlich darum gegangen wäre, dem falschen Körper zu entkommen, also den Fehler zu berichtigen, den die Natur begangen hat, und das Geschlecht anzugleichen. Aber sie spürten, vielleicht wussten sie es auch, dass es eben nicht darum ging. Aus dem als falsch empfundenen Mann hätte ich eine falsch empfundene Frau geformt. Gewonnen wäre nicht die Freiheit, die ich ja eigentlich wollte, sondern eine neue, stärkere Unfreiheit, eine stärkere Unfreiheit, weil wir ja in einer patriarchalischen Gesellschaft leben. Mir kam damals der sexuelle Aufbruch zugute. Ein Aufbruch, den ich, man verzeih mir das zweideutige Wortspiel, körperlich spürte, und zwar quasi, wann immer ich es wollte. Die stete Freiheit zur sexuellen Interaktion war in ihrer unerschütterlichen Stärke und in der diese Stärke hervorbringenden Unschuld vorbei, als ich von den stadtteilbezogenen Jugendclubs und ihren Matratzenlagern vom Jugendrotkreuz und heimlichen, es galt ja noch der Wirkkreis des Paragraph 175, Erlebnissen in die politische Arbeit wechselte. Das geschah kurz nach jener Nacht, von der ich anfangs sprach. Und eines meiner ersten Erlebnisse war eine Busfahrt mit der Landesorganisation der Jusos zu einer Demonstration. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Ich glaube, wir fuhren nach Bremen. Der Anlass ist mir völlig entfallen. Das war wohl 1973 oder 74. Neben mir saß ein eher kurzer Genosse mit vielen Pickeln, vor dem man mich zu warnen müssen meinte. Er wäre homosexuell. Für mich bedeutete diese Mitteilung, dass ich mich bedeckt halten würde, und ich bedauere heute meine Feigheit, habe das auch lange getan.
Andere hätten es auch tun können, viel aggressiver und mit der notwendigen Brutalität unsere queeren Freiheitsrechte einfordern müssen. Ich habe mich ja stets als bisexuell gesehen, damals. Das Wort pansexuell gab es noch nicht. Dort, wo es offensichtlich war, wurde die Erkenntnis verdrängt von meinen Genossinnen und Genossen. Einer sagte mir noch Ende der 90er, ich sollte aufhören, solchen Unsinn zu erzählen. Dabei saß er nicht nur einmal nach Partys mit mir und anderen am Frühstückstisch und hätte aus dem, was sich dort offen darbot, Schlüsse ziehen können, denn in vertrauten kleinen Kreisen hielt ich mich natürlich im Zweifelsfalle nicht zurück. Es ist die Krux der Arbeiterbewegung, zu der wir uns ja zählten und zu der sich Linke ja heute selbstverständlich auch noch zählen, auch ein mehr als gerüttelt Maß Prüderie zu besitzen. Aber nicht nur sie hat diese Prüderie als Merkmal. Der Literaturbetrieb, wie man so schön sagt, dem ich nun seit mehreren Jahrzehnten angehöre, hat das nämliche Problem. Eine deutsche Autorin, ein deutscher Autor kommt eher mit einem schlecht geschriebenen Gegenwartsroman in die Feuilletons als mit einem gut geschriebenen erotischen. Es ist immer noch in vielen Fällen so, und es war vor den in fast allen Fällen so, dass Sexualität zum Problem gemacht werden muss, um literarisch als akzeptabel zu gelten. Wer, ob Autor oder Autorin, eine Figur schaffen würde, die mit vielen wechselnden Sexualpartnern Sex hat und sich ansonsten aber des Lebens erfreut, würde sich fragen lassen müssen, ob die schlimme Kindheit, denn der Trieb muss ja Gründe haben, nicht hätte ausgeführt werden müssen im Text. Ich kenne namhafte Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die trotz Preisen und Stipendien sich genötigt sehen, Erklärungen darüber abzugeben, dass sie tatsächlich auch erotische Literatur schreiben oder geschrieben haben. Wir, die queere Minderheit, in der Politik, in welcher Partei auch immer, und im Literaturbetrieb, in der Kunst. Diese Minderheit, die so klein nicht ist. Wir sollten vielleicht über unsere eigenen Probleme mit der uns umgebenden Mehrheitsgesellschaft schreiben, spielen, Musik machen, Bilder malen, Skulpturen fertigen. Das ist gar keine Kritik an uns selbst. Künstler machen Kunst, nicht bestimmte Kunst, sondern die von ihnen gewollte. Das gilt auch für die Literatur. Es ist ja eine Aufforderung, auch an mich selbst. Denn ich werde ja nicht der Einzige sein, der sich über die mangelnde Sichtbarkeit von transsexuellen Personen im Literaturbetrieb wundert, über die geringe Anzahl Homosexueller gleich welchen Geschlechts, über das Fehlen von Romanen über Asexualität, die natürlich auch dazu gehört. Ich bin ein pansexueller deutschsprachiger Schriftsteller, der für sich Genderzuordnungen ablehnt, also Agender ist und weiß, dass er männlich gelesen wird und damit klarkommt. Wie viele mag es geben, mit wie vielen Geschlechtern in diesem Literaturbetrieb, in Gewerkschaften, als Funktionsträger und in Parteien, und wie viele mögen es verheimlichen, auch als Existenzangst. Und wir, die wir uns das erlauben können, dazu beitragen,
dass Existenzangst ein Wort ist, das nur noch im Rückblick auf die Vergangenheit existiert. Dankeschön.